An der Wall Street ist heute naturgemäß nicht so wahnsinnig viel los heute am Black Friday. Die Amerikaner haben anderes zu tun, als sich um Aktien zu kümmern. Die geben eher das Geld aus, das sie mit den Aktien verdient haben. Wir haben jetzt den S&P 500 25,5% im Plus und das trotz insgesamt sich deutlich verschlechternder Konjunkturdaten, auch in den USA, global sowieso. Wir haben heute Nacht wieder miserable Zahlen, fast katastrophale Zahlen aus Japan und Südkorea bekommen. Aber das tangiert die Aktienmärkte nicht, denn sie sagen sich, wir haben den Fed-Put, der hat direkt ein Sicherheitsnetz unter unseren Hintern gespannt, das ist das eine. Und B, der Optimismus in Sachen Handelsdeal ist geradezu grenzenlos nach 5.329 Meldungen, dass der Deal jetzt in der finalen Phase ist. Und die Märkte glauben, er ist in der finalen Phase, weil man sich sagt, naja, sie brauchen noch beide den Deal. Trump will Ruhe haben, will, dass die Rallye an den Aktienmärkten weiterläuft. Und Xi Jinping muss diesen Deal haben, weil Chinas Konjunkturdaten sehr schwach sind und sich abzeichnet dazu gleich mehr, dass sie nicht besser werden. Aber schauen wir uns erstmal an, wie wir jetzt in diesen Dezember reinkommen, der historisch ein sehr, sehr guter Aktienmonat ist, mal mit Ausnahme des letzten Jahres. Da hat es ein bisschen gerumst. Da gab es ja diesen herben Abverkauf, was auch ein bisschen die starke Performance in 2019 jetzt erklärt, weil einfach der Vergleichsmaßstab dann nach diesem Abverkauf ein bisschen tiefer lag. Aber wir haben normalerweise im Dezember im Mindesten an der Wall Street den besten Monat des Jahres mit durchschnittlichen Gewinnen von 1,6%. In 76% der Fälle ist der Dezember positiv an der Wall Street. Und wir haben jetzt auch das 14. beste Jahr seit dem Jahr 1928 absolviert. Und das ist sozusagen jetzt schon mal eine Hausnummer. Wie gesagt, der Vergleichsmaßstab, dadurch, dass es Oktober vor allem runterging und dann Dezember crashartige Szenen im Vorjahr waren, ist das doch mit ein bisschen Relativität zu genießen. Aber klar, es ist nach oben gegangen, weil die Fed dann diese dovische Wende gemacht hat. Was aber wird jetzt kommen? Die Saisonalität ist also günstig, bis auf letztes Jahr, da hat das nicht so richtig gut geklappt. Aber jetzt sagte Seema Shah, jene Analystin, die letztes Jahr diese Konfusion, diesen Abverkauf, diesen Crash in Anführungszeichen vorhergesagt hatte, die sagt, ja, schön und gut, aber wenn wir jetzt diesen Deal nicht bekommen, wenn am 15. Dezember die Zölle angehoben werden, sodass dann alle chinesischen Importe bezollt werden und die Dinge weiter eskalieren, dann werden wir einen Abverkauf erleben, der vielleicht sogar schlimmer ist als im Dezember des Vorjahres. Aber, sagt sie, ich glaube nicht, dass das passiert. Ich gehe davon aus, dass es diesen Deal gibt, aber das sollte man eben beachten. Da ist sozusagen das Risikopotenzial. Make or break heißt das jetzt eigentlich. Vielleicht wird es auch so sein, dass wenn der Plastikdeal kommt, die Märkte so ein bisschen sell on the news veranstalten, buy the rumor, sell the fact, kaufe das Gerücht, verkaufe die Tatsache. Wie viele Rallyes hat es gegeben in Sachen Deal? Das ist ja fast schon nicht mehr zählbar. Und was werden da die beiden Großmächte vereinbaren? Nichts, was wirklich substanziell ist. Manuel Koch hat heute in einem Video, das ich mit einer Einleitung versehen habe, gesagt, ja, er geht davon aus, dass das nächstes Jahr dann erledigt ist. Das glaube ich nicht. Denn es sind ja nicht nur diese wirtschaftlichen Dinge, die hier im Raum stehen. Es ist der Konflikt im Südchinesischen Meer, wo China versucht, sich die Wasserversorgung, praktisch die Importe zu sichern, die nur über das Südchinesische Meer geht. Es sind geostrategische Konflikte aller Orten beider Großmächte. Der eine will nach oben und wird immer stärker, tendenziell, auch wenn er innere Probleme hat aufgrund seiner Wirtschaft. Der andere ist tendenziell im Abstieg begriffen, ist aber nach wie vor die dominante Supermacht. Ich wiederhole mich da, das geht nicht so lange gut normalerweise, solche Konflikte. Heute jetzt dann die Meldung vor wenigen Minuten, dass die amerikanische Regierung wohl plant, weitere Beschränkungen für Huawei zu erlassen. Also das ist nicht wirklich in trockenen Tüchern, dieser Handelsdeal. Gleichwohl sehen wir auch in Europa starke Märkte. Der Stock 600 hätte, wenn es jetzt zu Ende wäre dieses Jahr, das bisher beste Ergebnis seit dem Jahr 2009. Das trotz grandioser Konjunkturdaten. Wir hatten heute zwar anständige Arbeitsmarktdaten aus Deutschland, aber sehr schwache Einzelhandelsumsätze. Der Konsum ist ja eigentlich die Stütze der deutschen Konjunktur, aber die Einzelhandelsumsätze im Oktober 1,9% gefallen, zu aller Überraschung. Also von daher sehen wir erstmal keine Unterstützung, Hoffnung jetzt, dass das Weihnachtsgeschäft stark wird. Und in den USA ist die Hoffnung, dass
Thanksgiving stark wird. Und wir sehen, dass wir jetzt schon zu früher Uhrzeit, 9 Uhr Ortszeit, ist Ostküste in den USA, haben wir 7,4 Milliarden Dollar bereits umgesetzt im Onlinehandel. Und oder im gesamten Handel, so muss es heißen. Das ist durchaus eine Steigerung von 19%. Die Amerikaner, die werden vor allem online konsumieren, während diese sogenannten Brick-and-Mortar-Shops, also die stationären Einzelhändler, weiterhin wohl in der Bredouille sein dürften. Wir hatten ja zuletzt sehr, sehr schwache Einzelhandelszahlen aus diesem Sektor, ob Kohl's, ob Dollar Tree, viele andere, die sind da ziemlich abgestraft worden, mit ganz wenigen Ausnahmen. Also der stationäre Einzelhandel ist in Problemen. Derzeit ist vor allem auch das Wetter in einigen Regionen der USA sehr, sehr kalt. Es wird jetzt ein Wintersturm über das Land ziehen, von West nach Ost gewissermaßen. Da werden viele vielleicht nicht ausgehen und dann sagen, wenn, dann kaufe ich was online. Das dürfte hier auch nochmal ein Faktor sein. Insgesamt sehen wir, dass die Ausgabebereitschaft wohl in diesem Jahr einen neuen Rekord erreichen wird. Und das, obwohl die Amerikaner bis Halskrause, Unterlippe schon verschuldet sind. 48% derjenigen, die im letzten Jahr bei Thanksgiving eingekauft haben, haben ihre Schulden, die sie bei dem Einkauf letzten Jahres gemacht haben, noch nicht zurückgeführt. Also da kann man vielleicht nochmal 52% drauflegen, eh egal. Das macht dann keinen Unterschied mehr. Schauen wir uns nochmal an, wie die Dinge derzeit auch in Sachen Bewertung aussehen. Da haben wir ein paar Sektoren. Wir haben etwa Technologie derzeit mit einem Kursgewinnverhältnis von knapp 26. Wir haben den S&P 500 mit einem Kursgewinnverhältnis von 21. Wir haben Communication Service mit einem Kursgewinnverhältnis von 21. Also wir sehen, wir sind hier teilweise sehr sportlich unterwegs. Da gibt es teilweise richtig saftige Bewertungen. Wie das Ganze noch gesteigert werden soll, ist die Frage. Die Notenbanken, viele Notenbanken, von der Fed über die EZB bis zur schwedischen Riksbank, haben jetzt gesagt, Leute, wir haben so ein bisschen Schiss, dass die Dinge uns aus dem Ruder laufen, dass die Märkte so eine irrationale Euphorie entwickeln, wie einst Alan Greenspan gesagt hat. Aber die Märkte sagen sich, hey, wir treiben das Ganze so weit, bis es nicht mehr geht. Schauen wir uns mal die Charts an, die wir hier natürlich für den Capital.com wieder haben, meine Damen und Herren. Manche monieren, ich würde das zu wenig erwähnen, deswegen will ich es jetzt nochmal ausführlich tun. Wir sehen hier den DAX, der ein bisschen volatil war. Heute der Nachricht auch, dass Daimler tausende von Stellen streichen will, nachdem Audi das in dieser Woche schon angekündigt hat. Also es läuft bombig in Sachen Autoindustrie. Wir sehen, hier sind wir erst ein bisschen nach unten, so Spätwirkungen dieser Hongkong-Bill, die Trump unterschrieben hat. Dann sind wir euphorisch nach oben, haben aber die 13.300er-Marke nicht geschafft. Jetzt sind wir wieder ein bisschen zurückgekommen. Wir sehen den S&P jetzt so in den letzten Zügen des Freitagshandels. Heute um 19 Uhr ist ja Schluss. Wir sehen den Nasdaq 8410, Dow Jones jetzt 28.078. Der Euro, der kann zulegen. Möglicherweise Monatsende Geldflüsse, die hier der Fall sind. Wir sehen Gold, das ebenfalls zulegen kann hier mit 1465, und wir sehen, dass Öl schwer abverkauft wird nach einem Konflikt offenkundig zwischen den Russen und den Saudis. Die Saudis sagen, wir sind nicht mehr willens, hier für die Russen in die Bresche zu springen in Sachen Kürzung, weil die Russen sagen, na, kürzen, das machen wir nicht, es ist ja kalt, gell, und der Europäer friert ja nicht gern, deswegen würden wir dem Europäer natürlich gerne ein bisschen an Gas und an Öl zukommen lassen, dass er nicht friert, aus humanitären Gründen. Man will also die Produktion nicht kürzen, und das erzürnt die Saudis, und das führt jetzt zu diesem Abverkauf bei Öl, der sich durchaus gewaschen hat. Die wirklich größte Bewegung hier in den Märkten, die ich Ihnen hier dargestellt habe. So, das soll es erstmal gewesen sein. Deal oder Abverkauf. Wir könnten durchaus, wenn die Geschichte schief geht, und da sind die Märkte ja sehr eindeutig positioniert, dass es nicht schief geht, dann könnten wir ähnliche Dinge erleben wie im Jahr 2018, im Dezember 2018. Aber es wird natürlich alles gut gehen, meine Damen und Herren. Sie werden sich alle lieb haben, die Chinesen und die Amerikaner. Sie werden sich geradezu umarmen und sagen, lasst uns alle Konflikte beilegen. Es war doch viel besser früher, als wir uns nicht gestritten haben. Das ist wie in einer guten Ehe, meine Damen und Herren. Und ich weiß, wovon ich rede. Jetzt ein schönes Wochenende. Bis dann. Servus.